packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Johnny meint. Der Johnny Maroschwöldi, langjähriger Trainer von der Ringerriege Hergisil und fundierter Kenner von der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag hat Willisau daheim gegen Kriesere bitterhoch 11:22 verloren. Und Hergisil in Muri gegen Freiamt knapp 15:17 gewonnen. Der Johnny hat Duell genau unter die Lupe genommen und fundiert analysiert. Der Johnny meint. Ja, es ist sehr interessant schon beginnen für Halbfinale, für Swiss Futter League. Der erste Kampf für Willisau Lions gegen Ringer Staffel Kriessen. Mir ist ein bisschen überrascht für die Aufstellung für Willisau. Ich bin schon stärker erwartet für Willisau. Ich sage so, vielleicht für Zeder-Team noch trainiert, Bossert Lukas abtrainiert. Für Zeder-Team und für 57 Kilo, Bossert Lukas vielleicht 61 Kilo und suchen eine 65 Kilo für andere. Und etwas vielleicht stärker aussehen für Willisau, aber leider nicht so gemacht. Ich weiß nicht warum, aber Halbfinale ist, jetzt ist keiner mehr Spaß und Spiel dabei. Jetzt, da muss knallhart dabei sein und muss alles probieren für die beste Mannschaft aufstellen und beste geben. Das ist natürlich schon für Match. Für Kunst Roger Freistil gegen wir 57 Kilo Kunst Roger gegen Wildurs für Freistil. Schon klar, Wildurs mehrfacher Schweizer Meister. 69 Kilo Freistil auch. Und unsere ist gar keine Chance, Wildurs gewinnt für technische Überlegung 16:0. 61 Kilo Zeder-Timon gegen Gábor Molnár. Gábor Molnár sehr gut beginnen, 18:0 führt. Aber nachher etwas hoch für Zeder-Timon und abkürzen für Match und dann 8:4 verloren, das 2:1 Mannschaftspunkt für Willisau. 65 Kilo Freistil. Bossert Lukas ist aktuell Schweizer Meister für Freistil. 65 Kilo, aber Dietschemark Schweizer Meister für 70 Kilo Freistil. Das Differenz ist schon rausgekommen. Dietschemark 19:0 gewinnt. Das 13:0 Mannschaftspunkt. 70 Kilo Greco Henninger Roger gegen Sirienko Sergei. Dort wird ein bisschen überrascht. Sergei Sirienko schon hat 70 Kilo, nicht 74 gemacht. Aber das ist zu mir taktisch eine sehr gute Stellung. Und schon erwarten für einige Roger, welche stärker wie 74 Greco für Hirsch ist, wenn für Willisau macht für 70 Kilo probieren. Das vielleicht Sirienko machen für 74 und nachher geht für 70 Kilo gewinnen. Aber Kriessen gut studiert und Sirienko stellt für 70 Kilo, der gewinnt 7:3, 2:1 Mannschaftspunkt. 74 Kilo Freistil, Portman Tobias gegen Graf Steven. Graf Steven ist ein alter Fuchs, international vorher, und 3:1 gewinnt für Mannschaftspunkt, 8:3 für Einzelpunkt.
74 Kilo Greco Hirschisen gegen Dice Fabio. Dort wegen Sergei Sirenko abtrainiert, stellte Junge für Dice Fabio, aber er auch relativ locker gewinnt, 11-1, in der U21-Mannschaft. 80 Kilo Freistil, Andreas Reimuth, gegen Becsár Tóbiás, 4-0 Punktsieg, das ist 2-0 für Mannschaft. Már 86 kg Greco, Serre Samuel gegen Dice Damian, 3-1, und für höhere Reaktion gewinnt für Dice Damian, das ist 2-1 für Dice Damian, aber mir ist ein bisschen überrascht für Serre Samuel, wegen ich studiert da habe, er mehr Chance vielleicht schon gewinnen gegen für Gessen. 97 kg Freistil, Riese Marco, machen weiter wie vor der ganzen Saison, 5-0. Sage ich sehr überragend, Sitte Jürgis zusammen mit Supiger Martin, zwei beste Ringer für 97 Kilo und Schwergewicht Freistil, aber ich bin nicht möglich gewinnen, 13 Mannschaften für Bilissau. 130 Kilo Reikmut Stefan gegen Hutter Philipp. Ist klar, Stefan schätzt sich dritte Kampf macht nach Verletzung. Aber ein fünfter Griff Stilart für Greco und dort ist besser passt für Hutter Philipp und 8-2 gewinnt für Hutter Philipp. So ist Gesamtresultat 11-22 für Ringerstaffel Kiessen. Das heißt, mir ist so aussehen, das ist sehr schwer für Holen, für auswärts, für Willisau. Das glaube ich ist mehr mit Halbschritt ist schon dabei für Final für Kiessen. Zweiter Halbfinalkampf, RS Freyam gegen Ringerige Hergiswil. Auch sehr, viel mehr spannender Kampf wie vor Willisau Kiessen. Mehr ausgleichend für beide Mannschaften. Beide Mannschaften 5-5 Kampf gewinnt. Aber vielleicht mir ist so aussehen, ich entscheide das für Supiger Thomas 4-0 gewinnt für seine Kampf. Und so gewinnt für 17-15 für Hergiswil. Wir schnell schauen für Gewichtklasse. 57 Kilo Freistil Leutnerino gegen Röri Patrick. Das leider Röri Patrick ist zu wenig Mut habe, viel Angst habe, erst einmal machen für Halbfinale. Vorher für Vorrunde 12-7 verloren oder 12-6. Das heißt relativ viel Aktionpunkt gemacht, aber leider jetzt nicht. Das ist schon fährt nahe für Hergiswil. Aber Leutnerino ist auch sehr gut. 11. Kampf und 10. Sieg. So jung talentiert Ringer, das ist eine überragende Saison. 61 Kilo Greco, Will Thomas gegen Wiesler Thomas. Will Thomas verloren gegen Wiesler Thomas 6-5. Wiesler Thomas entscheidend für Boden für Kampf. Eigentlich Boden sie für Will Thomas, er ist schon dreimal gedreht für Will Thomas, das entscheidend für Kampf. 65 Kilo Freshie, Falklandi gegen Hode Marco. Das auch sehr interessanter Kampf sie. Falklandi ist die letzten zwei Jahre extrem viel trainiert, er macht ihn für international. Hode Marco macht er jetzt für Hochschule. Und alles jetzt weniger trainiert, aber dieser Kampf sehr gut aufgestellt, sehr gut geringen, nur 3-1 verloren, bis zur letzten Sekunde habe ich schon Chance im Gewinnen, aber leider verloren, aber nur 2-1. 70 Kilo Greco, Götzmann gegen Stadelmann Patrick. Stadelmann Patrick, da ist falsch geschrieben, wegen er ist nur 6-5 gewinnen, wegen da für sie ist erst geschrieben 7-4, aber das ist 6-5. Das ist sehr interessanter Kampf. Bis letzte Sekunde ist alles offen, aber Stadelmann Patrick ist alte Fuchs und für die letzte Sekunde ist ein Drehen für Kampf. Das ist 2-1 Punkt für Hergiswil. 74 Freistil, wir buchen mich hier gegen Nenci Istvan. Das ist ein guter Kampf, der jung talentierte Bucher, mich in der Operation, das ist auch der dritte Kampf.
sehr gut gerungen. 7-6 gewinnt, die ungarische Verstärkung für Helgisü, das unerwartet für Helgisü. Das ist sicher eine kalte Dusche für Helgisü. 74 Kilo Greco Strebel Pascal gegen Rüther Martin. Da ist Zielsi für Helgisü nicht 4-0 verloren. Das ist gewesen Schaffen für Rüther Martin. Strebel Pascal sehr gut gerungen, 9-0 gewinnt. Aber reicht nicht für Punktdifferenz. Das ist etwas ein kleines Sieg für Rüther Martin. 80 Kilo Freistieg Jakob Manuel gegen Jung Umeno. Jakob Manuel 4-3 gewinnt für Einzelpunkt. Aber gesehen für Zuschauer und zwei verschiedene Halbzeit. Erste Halbzeit Jakob Manuel führt 4-0. Nachher für Pause Jung Umeno etwas taktisch etwas verändert, etwas andere aufstellt. Und es ist ganz wenig Feld für Sieg, nachher kommt auf für 4-3, nur 4-3 verloren. Leider verloren. 86 Kilo Greco, Stirlimann gegen Kurica Ákos, 4-14 verloren. Bis letzte 20 Sekunden, schon habe Chance für Ákos für technische Überlegenheit. Machen und dort etwas riskiert und dort machen noch 2 Punkte für Stirlimann. Aber das glaube ich, relativ gute Resultate, 3-1 für Ákos Kurica. 97 Kilo Freistier, Gurtner Pascal gegen Supiger Martin. Martin so geht für Monte, erst einmal bringen für sicher für 3-0. Wir schon sehen, wenn wir etwas schon merken, mehr ist drinnen. Vielleicht haben wir Möglichkeiten für Shooter-Sieg oder für technische Überlegenheit das probieren, aber das leider klappt es nicht. Und nachher 11-0 gewinnt, sehr gute Kampf gemacht. Aber diese sichere 3-0 schon bringen. Und das ist relativ gut passiert für Helgisü, das glaube ich entscheidet für Kampf. Für 130 Kilo Greco, dort gewechselt für Ákos und Supiger Thomas. Zur Roman gegen Supiger Thomas. Und der Supiger Thomas gerade erste Aktion schultert für Zur Roman. So 4-0 gewinnt. Und jetzt habe ich etwas kleine Vorsprung für Helgisü, 17-15 gewinnt für Auswärts. Aber das heißt, für 2 Punkte ist für Ingen ist gar nicht. Das heißt, ich hoffe sehr viel Zuschauer nachher für Rückrunde für Helgisü wegen 100%ig sehr offener Kampf und sehr interessanter Kampf für Rückrunde für Halbfinale. Und größtenteils Helgisü dort schon entscheiden. Vorher für Wieso Priessen größtenteils schon entscheiden, wer ist Finale teilnehmen. Was meint der Johnny? Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und lies, was andere geschrieben haben. Bereits am Samstag ist der zweite Halbfinal. Willisau reist in die Ostschweiz nach Chriesere und Helgisü empfiehlt daheim Freiamt. Wer gewinnt? Nicht verpassen, Prognose von Johnny demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.
Applaus.